Hallo Leute, willkommen beim neuen Video. Schöne Grüße hier aus Siegen, aus der schönen Universitätsstadt. Hier sieht man die Sieg, die geht mit durch die Stadt, erinnert mich ein bisschen an Bad Münstereifel. Jo, heute spielt unsere erste FC Köln bei den Sportfreunden aus Siegen im Nainbacher Stadion, den Quant fehlt mir noch. Und wenn schon der eigene Lieblingsclub das spielt, dann denkt man so, geil, fährt man den. Und darauf freue ich mich auch schon ganz besonders. Jo. Ich freue mich allgemein wieder, mal ins Stadion zu gehen, wenn man seit 5 Wochen nicht merken müssen, ich habe die Entscheidung davon, aber man hat Bock darauf. Leider wird es mit der Fortuna morgen nichts gegen FSV Frankfurt. Naja, warum, sage ich lieber hier nicht im Video. Dazu äußere ich mich nicht. Jo, ich habe mir ein bisschen die Stadt Siegen angeguckt, jetzt geht es weiter ins Stadion. Und schon mal hier, schon mal schöne Grüße an alle meine Zuschauer. Danke, liebe Community, dass ihr alle da seid, immer mich anspricht im Stadion, ist immer wieder geil. Sogar mit Zuschauern hat man auch inzwischen mal bei der Sommerpause getroffen, schon geil, ey, sowas. Ich begrüße besonders den Stebo, der fällt mir seit erstes ein, den Jörg, meinen besten Kumpel, den Finn, Jonathan, ja, die Westendorfs und natürlich auch den Ruben, Fabian. Es gibt so viele Zuschauer, die ich grüßen könnte. Nicole grüße ich natürlich auch. Auch schöne Grüße an dich. Ja. Simon Friedrich, Marcel, TV, mir fällt so viel ein, aber bevor ich darüber alles nachdenke, sagen wir so, gehen wir jetzt ins Stadion, gucken uns dann FC zu und hoffen, dass wir gewinnen und auf einen schönen Quant-Topping-Tag in Siegen. So muss es sein. Die Mannschaften sind schon auf dem Feld, aber natürlich fehlt noch eins, liebe Sportfreunde-Fans. Hier ist sie für euch. Hier ist die Mannschaftsaufstellung. Unsere Sportfreunde-Siegerin. Im Tor unsere Nummer 1, Julian Wittlecker. Die Nummer 2, Arthur Tomasch. Mit der Nummer 8, Mats Lukas Schell. Unsere Nummer 10, Katanay Kada. Die Nummer 11, Erik Pierre. Die Nummer 17, Yannick Krämer. Mit der 22, Chastain Adusi. Unsere Nummer 23, Malik Hoptroy. Mit der Nummer 39, Tim Zimpel. Die 42, Florian Mayer. Und die Nummer 55, Markus Bazurek. Als Ersatzspieler mit dabei, als Ersatztorwart Tim Schmidt. Die Nummer 3, Kevin Grumm. Die Nummer 6, oh, Anpfiff. Ich werde zwar die Siegener nicht beleidigen, aber wenn ich mir das Maskottchen so angucke, denke ich mir gerade so wirklich, sind die weißen Tauben müde? Die weißen Tauben sind müde, die fliegen schon lange schon nicht mehr. Die Falken fliegen weiter. Humor muss auch mal sein.
Tor für den 1. FC Köln. Neuer Spielstand 0-1. Die siebte Spielminute, Tor im Leibach-Stadion. Tor für unsere Gäste vom 1. FC Köln. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 9, Gianluca Waldschmidt. Der neue Spielstand 0-1. Tor für den 1. FC Köln. Neuer Spielstand 0-2. Ey, nee, Leute, dann fahr ich selbst. Ja. Aber ganz echte Stimmung lässt zu wünschen übrig. Für den 1. FC Köln der Torschütze diesmal die Nummer 6, Erik Martel. Neuer Spielstand, Sportfreunde 7, 1. FC Köln 0-2. Nee, nicht immer das gleiche. Oh, Entschuldigung. Torschütze für den 1. FC Köln nicht Nummer 6, sondern die Nummer 8, Dennis Husin-Basic. Gerne, gerne, Gas, Junge! Gib Gas, Junge. Luxuswohnungen. Was war das denn, ey? Schön. Boah, schade. Nicht schlecht. Hey, 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 hey. Aha, Freistoßspiel beim Testspiel. Selten gesehen. Ich meine, Fortuna geht nicht mal sowieso so gut wie die. Oh. Ja. Ah.
geil angefangen. Mit Blutlicht macht sogar. Landet der da? Tor für unseren ersten FC Köln. Neuer Spielstand 0-3. So, für den ersten FC Köln, neuer Spielstand 0-4. Eine kleine Bemerkung mal zum Thema Zuschauern. Ich sage es auch mal ruhigen. Hier sind so einige, die meinen müssen, wenn man mal ein bisschen emotional wird, dass man die Fresse halten soll. Sorry an diejenigen, das habe ich auch gerade auch persönlich gesagt. Kauft euch ein scheiß Sky-Abo und lasst die Leute in Ruhe, die emotional ihrem Verein leben. Ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt hier so Fangesänge auf Dauer macht, aber wenn es für den Verein ist, dann ist es halt so. Also bitte geht dann raus aus dem Stadion, ganz ehrlich. Eventis brauchen wir hier nicht. Tor für unseren ersten FC Köln. Neuer Spielstand 0-5. Fußballclub Köln! Erster Fußballclub Köln! Erster Fußballclub Köln! Erster FC Köln! Halbzeit 0-5. Halbzeitstand im Leiberstadion. Sportfreunde sind gegen den ersten FC Köln 0-5. Wir freuen uns schon auf die zweite Halbzeit. Jetzt sind wir gerne, was ist, was macht eigentlich. Wir brauchen davon. Wir sehen uns gleich wieder. Thank you.
Junge, Junge, Junge. Elfmeter für den 1. FC Köln. Tor für den 1. FC Köln. Neuer Spielstand 0-6. Die 72. Spielminute. Tor für den 1. FC Köln. Der Torschütze, der Elfmeter, die Nummer 23. Sage ich, Adania, der neue Spielstand 0-6. Sehen 6.500 Zuschauer, liebe Fans, sowohl der Sportfreunde als auch des FC Köln. Habe ich dich geschätzt? Zuschauerzahl hier im Rheinbach-Stadion 6.500. Ich schätze mal so circa 1.500 Kölner so hier verteilt, würde ich mal sagen. Thank you.
Komm, FC Köln. Endstand 0:6 für unseren ersten FC Köln. Liebe Fans, das war das 125. BOM-Spiel unserer Sportfreunde Siegen. Endstand gegen den ersten FC Köln 0:6. Ich denke, das Ergebnis heute zweitrangig. Aber ganz herzlichen Dank an unsere Gäste vom ersten FC Köln dafür, dass ihr heute hier wart. Danke an euch Fans, dass ihr heute hier wart im ersten FC Köln für die kommende Saison. Alles, alles Gute. Ich hoffe, wir sehen einige von euch in dieser Saison wieder. Die Mannschaft wird es verdient haben, so unterstützt zu werden. Wir wünschen euch einen guten Einblick, gleich viel Spaß beim Länderspiel, wenn ihr euch das anschaut. Und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Wir haben noch ein Geburtstagskind heute im Stadion gehabt. Wir gratulieren Benni zu seinem 28. Geburtstag. Alles Gute für